Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf Ruhr auf V2 und fahren heute die erste der Nachtlinien, nämlich die NE2, hier vom Nordstadtbahnhof über diverse Haltestellen im Stadtgebiet von Ruhr, unter anderem auch den ZOB und den Hauptbahnhof, zur LVR-Klinik in Merscheid. Und das Ganze machen wir mit einem Kollegen aus dem Connecto-Paket. In dem Falle mit einem dreitürigen Solo-Kollegen, obwohl eigentlich Gelenkversion vorgeschlagen wird, aber ich bin beim Solo geblieben. Und das Ganze, der Kollege hat einen 936er Motor im Heck, also einen Euro 6, dazu einen ZF-Automatikschalter. Und das Ganze hat noch die Soundmodifikation von Morphy erhalten. So, dann lassen wir mal die Leute einsteigen. Guten Tag. Und wir gehen auch rein. Hier möchte jemand eine Fahrkarte haben. Dann machen wir das doch glatt. Hallo? Ja, Fahrkarte. Moment. Ich gebe Ihnen sogar Geld dafür. Schauen Sie mal. Bitteschön. Besten Dank. Na siehst du, es geht doch. Kurzstrecke bitte. 1,70 bitte. Danke. Willst du noch was wieder haben? Danke. Bitte. Ey, Eismann, dreh mal die Hand einmal kurz, bitte. Nix mit. 1,70 bitte, danke. Ich hätte gerne einmal Schüler. Jo, 1,70. Danke. Danke. So. Was kommt denn jetzt noch raus hier? Gut, war eine zu viel. Ist auch schon mal egal. So, dann machen wir mal das gute Stück an. Dann werden wir schon mal alles vorbereiten hier. So. Ja, 33 soll es losgehen. Eigentlich ist für mich die Zeit dran. Dann machen wir mal die Türen alle zu. Und dann fahren wir los. Da kommt der Kontakt. Das stimmt aber jetzt gar nicht. Bitte schön einmal zurück. Ruhrallee, das wäre richtig. Jawohl. Ruhrallee. Und da ist sie auch, die Ruhrallee. Dann einmal alle einsteigen, bitte. Guten Tag. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. 2,80 bitte. Danke. Eine Kurzstrecke bitte. 1,70 bitte. Danke. Danke. So, es ist gerade grün gewesen. Okay, dann müssen wir jetzt warten, bis es wieder grün wird. Oh. Hier fehlt eine Ampel. Warum wohl? Kann ich euch sagen? Ja, ich habe das Video ein zweites Mal anfangen müssen, weil genau hier nämlich
Ein mir sehr geliebter ZF, ZF. Na, DAF-LKW kam. Und mich natürlich, wie die Ampel grün wurde, hier liegt sie noch, vollends abgeschossen hat. Und damit war eigentlich die Videoaufnahme dahin. Also habe ich die Videoaufnahme beendet, bin nochmal zum Ausgang zurückgefahren. Und da die Karre noch nicht neu geladen hat, sieht es eben halt noch so aus, wie es aussieht. Aber jetzt fahren wir mal weiter in der Hoffnung, in diesem Video passiert das nicht auch noch einmal. So, warte mal, irgendwie. Ja, ich weiß auch warum, weil ich die Pfeile noch nicht wieder eingeloggt hatte. Nee, Ruhrallee ist immer durch. Wir sind jetzt Wetterabend. Jetzt schalten wir mal hier noch einen weiter. Zack, weiter hätte ich gesagt. So, jetzt sollte das alles passen. Hallo. Guten Tag. Hallo. So, wie gesagt, Pfeile hatte ich vergessen wieder einzuschalten. Jetzt haben wir es aber alles. Hallo. Hallo. Einmal normal mit allem und scharf zu mitnehmen, bitte. 2,80 bitte. Danke. Dankeschön. Hallo. Was ist denn jetzt schon wieder? Okay. Hallo. Ich würde gern den ganzen Tag fahren. Was den bräuchte ich da? Ganzen Tag. Eine Tageskarte für 7,10 bitte. Geld gegen Fahrkarte. So bitte war der schön. Hallo. Hallo. Boah, ist das gruselig hier. Ist es nicht. Pferdemarkt.
Markt. Hey. Hallo. Hallo. Normal. 2,80 bitte. Danke. Besten Dank. Ich bin ja einmal Tag, Herr Busfahrer. 2,80. Danke. Danke. Hallo. Guten Hallo. Tag. Schauen Sie doch mal auf die Straße. Es ist grün, dann nutzen wir das doch. Nee, es war grün. Gut. Dann warten wir. Zeit haben wir ja. Jetzt doch. Boah, was ist denn jetzt los? Mann, ey, war doch nur gar nichts. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was hier los ist. Alles ganz schick. Ich hab ja gar nichts erwischt. Also manchmal. Manchmal fragst du dich echt, warum die Leute so komisch sind. So, 2,80 sind das bitte. Hallo? Ja, ich bin doch dabei. Bitteschön. Fahrkarte. Ich gebe Ihnen sogar Geld dafür. Schauen Sie mal. Ja. Ich hatte jetzt den Gage, die Fahrkarte erwischt statt den Geldschein. Bitteschön. Besten Dank. Ja, bitte. So, ist mein Bus jetzt ganz leer? Ne, ganz leer also noch nicht. Ich weiß nicht, warum die jetzt gemeckert haben. Hier ist alles schick. Okay, kommt uns entgegen, hat erstmal mit uns nichts zu tun. Kölner Straße. Dann einmal einsteigen bitte. Hallo. Hey. Guten Tag. Hallo. Hey. Normal. 2,80 bitte. Danke. Straße.
Straße. So, dann einsteigen bitte. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Einmal noch. Hallo. Mensch, ihr wollt aber auch viele Fahrkarten haben. 2,80 bitte. Danke. Danke. Einmal A bitte. Und auch da. 2,80 bitte. Danke. Danke. Eine Tageskarte bitte. 7,10 bitte. Danke. Schauspielhaus. Das war noch grün. Schauspielhaus. Also von der Nachtlinie ist ganz schön viel los, finde ich. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Junio, einmal durchgehen, bitte. Hallo. Normal. 2,80 bitte. Danke. Besten Dank. Ich wollte es gerade sagen, ZOB müsste als nächstes kommen. So, jetzt muss ich nur mal schauen, in welchen Bussteig wir müssen. Okay, hab's gefunden. Ruhrau Mitte, ZOB. Kommt, Leitchen, kommt ein Stück zurückgelaufen. Hier hinten ist viel schöner. Hallo. Hey, hallo. Mann, dreh mal die Heizung auf. Was möchtest du sonst haben? 2,80. Eine normale Fahrkarte. Danke, bitteschön. Danke. Danke. Hallo.
Hallo. Einmal normal, bitte. Und auch hier 2,80 bitte. Danke. Dankeschön. Hallo. Hallo. Bitte grün werden. Dankeschön. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ihr wollt nicht mit? Die restlichen Türen gehen nicht mehr zu. Jetzt gehen sie zu. Danke. Galerie. Hallo. Hallo. Einmal normal. 2,80 bitte. Danke.
Mann. Danke. Ja, ich mach mal ein wenig mehr Platz für den Kollegen hier, dass der schön rumpasst. Sonst erwischt er mich. Oh, da kommt ja gleich noch mehr Kollegen hier. Kommt, fahrt mal schön rum. So, dann einmal einsteigen, bitte. Guten Tag, Herr Busfahrer. Hallo. Guten Tag. Einmal Kurzstrecke, bitte. 7, 1,70. Danke. Dankeschön. Hey. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ich bräuchte gerade eine Kurzstrecke, bitte. Das sind 1,70, bitte. Danke. Dankeschön. So, nix mit Kurzaufenthalt. Wir hängen ja mit 3 Minuten, so wie man das schön sieht. Also geht's gleich weiter. Leute, die über den Fußweg rennen? Nein. Da ist frei. Von da auch. Dann rum. Es wird kreuzgrün. Schaffen wir das? Mit Augen zu und durch, hä? Aha, Glück gehabt. Gut, an der nächsten Ampel haben wir dann wieder mal rot. Da kommt nix. Am Schlagbaum.
Guten Tag. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Kurzstrecke, 1,70 bitte. Na komm, Kasse, mach mit. Danke. Hallo. 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 Guten Tag. 2,80 bitte. Danke. Dankeschön. Hey. Hallo. Hallo. Normal. Mahlzeit. 2,80. Danke. Hey. Guten Tag, Herr Busfahrer. Hallo. Hallo. Mahlzeit. Guten Tag. Hey. Einmal durchrücken bitte. Hallo. Oh ja, es ist voll. Einmal bitte durchrücken. Bis nach hinten durchgehen. Danke. Der Bus ist so gut wie voll, würde ich behaupten. Und das für eine Nachtlinie. Wahnsinn. Hallo. Immer durchgehen bitte. Durchgehen bitte. Ich wohne gar nicht so weit weg. Also ich glaube, ich brauche eine Kurzstrecke. 1,70 bitte. Entschuldigung, meine Mama sagt immer, bitte schön. Dankeschön. Guten Tag. Hallo. 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 So, jetzt schauen wir mal, wo wir hier los dürfen. Wenn es die dritte Tür dann auch mal schafft zuzugehen. Danke. So, wie viele Minuten haben wir auf der Uhr? 3 Minuten haben wir auf der Uhr.
Ist das schön. So, jetzt ich aber, hä? Danke. Na komm, die Fußgänger haben doch schon grün. Danke. Hallo. 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 Einmal normal, bitte. 2,80. Entschuldigung, aber ich glaube, ich möchte nicht schwarz fahren. Bitteschön. Dankeschön. Hallo. Wir dürfen abbiegen. Oh, Menschenskinder, warum gehen denn die Türen nicht zu, wenn ich sie zuschicke? So, jetzt muss ich natürlich normal aufpassen, dass ich ja niemanden erwische. Hallo. 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 Einmal normal, bitte. 2,80. Danke. Guten Tag. Hallo. Ein Fahrschein, bitte. Und auch bei dir 2,80, bitte. Danke. Dankeschön. Fünf Minuten haben wir mittlerweile Verspätung, werden sich wohl die Leute gleich beschweren. Am Fliegenbusch.
So, für dich mache ich jetzt mal nur die Vordertüre auf. Können Sie bitte die Heizung anmachen? Mir ist so kalt. Heizung. Na gut, ich bin ja mal nicht so. Heizung war hier. Ja, da wird es schön laut im Bus. Da war die Postkutsche früher pünktlicher. Jo, das weiß ich. Ich schaue dann mal später, wo ich die Zeit habe liegen lassen, aber wahrscheinlich bei den vielen Fahrgastwechseln und den viel verkauften Fahrkarten und der ein oder anderen roten Ampel. Donnerstraße. Lässt sich wohl nicht ganz vermeiden, da ein wenig Verspätung einzusammeln. Halt, wir müssen hier rüber. Oh, die Ampel ist los. Entschuldigung, Entschuldigung. Das war dann wirklich meine. Die Ampel zu spät gesehen. So, und hier könnte die Ampel aber auch grün werden, Mensch. Siehst du, wieder stehen wir hier Zeit rum. Und das ist es dann, was dann wahrscheinlich in Summe dann ordentlich zur Verspätung beiträgt. Ja. So, nun los. Mensch, ich habe einen Fahrplan einzuhalten. Danke. Da kommt nichts und von da auch nicht. Also dann rein hier. Donnerstraße. Hallo. Hallo. Guten Tag. Schule. Na was denn? Jetzt. Einsteigen bitte. Ja, ich weiß. Ich hätte gerne ein normales Einzelticket, bitte. 2,80 bitte. Danke. Besten Dank.
Birkenstraße. Hallo. Hallo, war die Postkutsche früher pünktlicher? Guten Tag. Hallo. Ich hoffe, ich bekomme meinen Anschluss. Einmal mal. Ja. 2,80 bitte. Danke. Danke. Nochmal bitte. Und auch da 2,80. Danke. Danke. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Oh Mensch, es reicht aber langsam mal. 2,80. Bitteschön. Hallo. So, da ist es dann wirklich nicht mehr weit bis zur LVR-Klinik.
nochmal da hinten dann nach der Tankstelle, nach dem Oskarweg. Nochmal einen kleinen Schlenker durch das Wohngebiet und dann sind wir da, weil ich denke mal, direkt so wie die SB-Linie werden wir nicht fahren. Zumal wir jetzt auch ziemlich alle Haltestellen abgekreuzt haben und mittlerweile 6 Minuten Verspätung auf der Uhr haben. So, liebe Ampel, bitte grün. Und voll ist der Bus. Ich glaube, der Gelenkzug wäre auch voll. So, dann einmal einsteigen bitte. Wenn ihr noch einen Platz finden solltet, bitte durchgehen, zusammenrücken. Sie kommen ja viel zu spät. Ja, guck dir mal den Bus, was los ist hier. Seien Sie doch mal pünktlich. Einen Einzelfahrschein, bitte. Ja, erst meckern und dann noch einen Fahrschein haben wollen. 2,80. Danke auch. Danke. So, da kommt noch ein Kollege. Was bist denn du? Eine Betriebsfahrt oder sogar noch eine Linie? Nein, eine Betriebsfahrt. Okay. Dann rum mit uns. Hallo. Gutstrecke bitte. 2,80 bitte. Ach nee, warte, was hat sie gesagt? Kurzstrecke. Da ist das verkehrt. 1,70. Ja, bin doch dabei. Bitteschön. Danke. Bitte. Och nö, Leute. Jetzt muss ich wegen dir vorfahren, weil du nicht zurücklaufen willst, ne? Dann einsteigen, bitte. Gibt jetzt keine Fahrkarten mehr. Sie sind ja wieder pünktlich ja. Heute.
VR-Klinik, Eingang West. Acht Minuten und es wird nicht weniger. Aber wir haben es gleich geschafft. Noch zwei Haltestellen. VR-Klinik, Eingang West. Hallo. Sie sind ja viel zu spät gekommen. Oh, bin ich. Guten Tag. Hallo. So, ich sehe das Ziel. Geschafft. Merscheid, LVR-Klinik. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Sie haben Umsteigemöglichkeit zur Tram nach Bochum. Ich glaube, um die Uhrzeit fährt er bestimmt keine. Merscheid, LVR-Klinik. Diese Fahrt endet dort. Die 165 fährt noch um die Uhrzeit. Finde ich ja interessant. Oder der erste Bus. So, wo müssen wir denn enden? Da drüben? Merscheid LVR-Klinik. Diese Fahrt endet dort. So, dann bitte alle aussteigen hier. Wir haben Umsteigemöglichkeit zur Tram nach Bochum. So, da gucken wir doch mal auf den Fahrplan. Also das erste Mal waren wir am Schlagbaum schon zu spät und dann zieht es sich durch ab am Weiher. Also alles, was eigentlich das über die 165 abgrast, das haben wir dann geschafft. Merscheid LVR-Klinik. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Jawohl. Sie haben Umsteigemöglichkeiten. Alle raus, bitte. Nach Bochum. Alle aussteigen, bitte. Jetzt ist erst einmal Schluss. Habe ich noch ein bisschen Pause? Nö, habe ich nicht. Weil es geht ja eigentlich schon wieder zurück. Aber ich fahre jetzt noch nicht zurück. Aha, also ich habe wahrscheinlich gleich... Gucken wir doch mal. Geht es gleich zurück? Um 1.20 Uhr geht es zurück und es ist wahrscheinlich schon... Später als 1.20 Uhr ist es 1.26 Uhr, also wir haben 6 Minuten schon Verspätung. Ja, 6 Minuten haben wir auf jeden Fall Verspätung. Wie gesagt, ich mache jetzt trotzdem eine kurze 15, wie man so schön in Sachsen sagen würde. Ja, so, naja, das war jetzt die Hintour der NE2, der Nachtlinie vom Nordstadtbahnhof über den Hauptbahnhof und hierher zur LVR-Klinik in Merscheid. Mit Ihnen... möglicherweise selbst verursachten Unfall, wo ich der Meinung bin, eigentlich war da noch Platz, aber egal. Ja, ansonsten Verspätung gesammelt auf dem Weg hierher zu. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen und ihr seid auch bei der Rücktour wieder mit dabei. Bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.